Belohnung. Mein Gott, geht das so nicht. Ist ja furchtbar. Doch kann ja keiner lesen. Wo lebt der Vater? Vorlesen. Der Unbekannte. Lass doch lesen. Ruhe. Stopp. Lass doch lesen. Der Schreckmunder Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Lauter davor, man versteht denn nicht. Aus bestimmten Anzeichen geht hervor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklichst darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann Verlockung genug sein, um einem Kinde zum Verhängnis zu werden. Richtig, schön. Lies doch mal weiter. Ja. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei, des Mörders habhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglos geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl. Sehr richtig. Was kriegst du mich denn dabei so an? Noch, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe, wie du hinter der Kleinen aus dem 4. Stock die Treppe aufgegangen bist. Du bist mal verrückt, du Schweinskerl! Wer ist ein Schweinskerl? Ich? Oder er, der Herr, die kleinen Mädchen zuerst. Saukerl, du Hirn, du Mörder! Wir sprechen uns vor Gericht, du! Das spreche ich an Zuchthaus, mein Junge! Aber er hat doch nicht so weit, du gemeiner Erbschneider! So eine Verleumder! So eine Erbschneider! So was lässt sich die Polizei ein. Hausdurchsuchung! Schande, so ein anonymen Wischling gleich Hausdurchsuchung. Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat. Lauter Angst um die Kinder. Na sehen Sie. Gerade darum muss die Polizei doch hier noch so kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was geht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Wie? Bitte? Was wollen Sie denn von die Kleine? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch mal sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los! Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Eine Unverschämtheit. Was will denn der Brüllnaffe? Habt ihr mal nicht so. Erst Kinder an Quatschen. Hau noch hinter die Schnauze, was hat er gesagt? Dann nur noch Kästen. Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Was wohl die Kleine was retten wollen, was? Ja, und dann umbringen wir die anderen, was? Was ist denn der Mörder? Welchen Mörder? Halt mich fest! Ruf doch die Polizei! Natürlich wieder kein Kumpel hier! Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Platz machen, meine Herrschaften! Den Eingang frei machen. Mit zehn Tassen, die festnehmen. Das können wir, weiter können wir nicht. Fangt doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Was ist der Kindermörder? Weitergehen. Nicht nehmen. Weitergehen. Das ist ein Skandal sondergleichen. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich.
Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will. Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns das Original des Briefes aussendigen lassen. Es wird bereits vom Erkennungsdienst bearbeitet. Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viele Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen. Trotzdem wird auch hier nichts unversucht gelassen, um durch eingehendste Vergleiche mit unseren Karteien vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Anschließend geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, Herwig. Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Ja, 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 Herr Polizeipräsident, gewiss. Ich bezweifle durchaus nicht, dass Sie Ihre Pflicht tun. Ihre Beamten auch, gewiss. Aber das Resultat, bitte. Das Resultat. Herr Minister, meine Leute haben in der Woche keine 12 Stunden Schlaf mehr. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe. Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90% aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade sie zum Ziele führen. Bedenken, Herr Minister, allein die Arbeit am Tatort. Da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden. Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt. In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen vom bunten Streuzucker. Wir haben in einem Umkreis von 2 Kilometern in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, das eine verfolgbare Spur ergeben könnte. Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein, zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte. Unsere Leute setzen... Was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder 4,5 Millionen Menschen terrorisiert und dass die Polizei versagt. Herr Minister, scheinen doch nicht die rechte Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten zu haben, mit denen die Kriminalpolizei zu kämpfen hat. Ist Ihnen bekannt, dass...